Naja, was haben wir denn noch so? Benutzt einen Schrank. Komm mit, Harvey. Oh! Lass das so. Hey! Wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Haha! Hey! Sieg über Alfred! Juhu! Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Okay. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Quatsch. Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Oh, armer Harvey. So, gehen wir erstmal. Komm, müssen wir nicht zur Küche kommen, oder? Was? Ja, Harvey, wir verstehen uns. Edna, Edna, Edna! Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was zum... Was ist los? Hm. Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Lass mal wüsste. Können wir in den Keller? Was? Was? Ah! Edna! Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Was soll denn das? Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Was? Alter! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Irgendwie nicht. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Nun gut, jetzt sind wir schon mal draußen. Jetzt können wir auch noch in das Haus gehen. Alter, was war das gerade? Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Hä? Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Dann schauen wir doch mal. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Was? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Was? Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg... Was?
Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Alter! Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Das kannst du... Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Kleine Made. Zu Alfred. Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Hm? Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Das ist doch seine eigene Tochter. Charakterkorrektur. Ah! Na, warte! Ah! Er soll mich loslassen! Alter, nein! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Alter. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Ja und, lass sie doch. Staunst du was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Was? Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Ist sie auch. Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Alter. Nicht, Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schubs ihn. Was? 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 Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Was? Nein, Edna. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh nein. Ja. Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ey Leute, es ist jetzt Spielentscheidung. Ich muss jetzt mal gerade abwägen, ja. Zum einen könnte Dr. Marcel Edna ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber das auch nur im Austausch für ihr gesamtes vorheriges Leben.
Harvey ist ein Projekt von Ednas Fantasie und hat schon von vornherein etwas gegen Dr. Marcel und seine ganze Familie. Aber ich kann Dr. Marcel nicht gewinnen lassen. So rein emotional, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich höre jetzt auf Harvey, weil das... Edna ihre gesamte Vergangenheit wegnehmen, das geht nicht. Sorry Leute, wer was dagegen hat, aber ich höre jetzt mal auf Harvey. Alter, wie böse der guckt. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Was? Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Der hat doch in der Kirche, der wurde nie gefunden. Aber hübsche Artworks, muss man sagen. Was noch? Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Rodi würde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Einen Job als Bankangestellter hat er angenommen und wurde an seinem 2. Arbeitstag beim Überfall erschossen. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt nochmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Ist das schön. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hat. Wow. Ende. Puh. Ende. Ja. Edna bricht aus. Ja, meine lieben Freunde. Puh. Ach ja. So, meine lieben Freunde, hoffentlich wart ihr mit meiner Entscheidung zufrieden. Wer weiß, was bei dem anderen Ende passiert, kannst mir gerne sagen. Ich weiß es so spontan nicht. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Teil quasi von Edna bricht aus wieder. Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Das nächste Projekt, Harveys neue Augen. In diesem Sinne, haut da rein. Bis denn. Ciao. Stop.